Unverbrauchte Filmmotive werden in einer dreisprachigen Internetdatenbank unter www.locationguide.eu dargestellt. Somit können Filmschaffende und Produzenten in kurzer Zeit Informationen über ihre Drehorte sammeln. Was sind Aspekte, die bei einer Location unter Umständen beachtet werden müssen, die jemand, der eine Location sucht, dann auch in der Datenbank interessant findet zu lesen? Probleme, aber auch günstige Faktoren, zum Beispiel eine gute Verkehrsanbindung. Wenn man eine Location hat, bei der direkt Parkplätze sind, das vereinfacht später die Produktion ganz ungemein. Wenn es an der Location Räume gibt, in denen man Umkleideräume einrichten kann, in denen man eine Maske einrichten kann, in denen, wenn es ein Dreh im Winter ist oder draußen, in denen die Leute sich aufwärmen können. Das sind alles Sachen, die für eine Produktion auch interessant sind zu wissen. Der Location Guide ist eine grenzüberschreitende dreisprachige Datenbank von Filmmotiven. Wir haben dort inzwischen über 500 Locations eingestellt aus den Regionen Saarland, Lothringen, Luxemburg, deutschsprachige Gemeinschaft Belgien und Teilen der Eifel. Durch die Zusammenarbeit der Landesmedienanstalt Saarland, der Region Lorraine, dem Filmfound Luxemburg, dem Ministerium der deutschsprachigen Gemeinschaft Belgien und der Eifel Tourismus GmbH wird der interregionale Wissenstransfer im Kulturbereich Film gestärkt. Das Budget für den Location Guide Großregion beläuft sich auf 439.200 Euro. Davon wurden 50% von der Europäischen Union kofinanziert. Wir haben uns an dem Projekt Location Guide beteiligt, weil wir als deutschsprachige Gemeinschaft auch Mitglied in dem Verbund der Großregion sind. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, in der deutschsprachigen Gemeinschaft leben wir in einer Kulturscheide. Und wir möchten gerne vor allen Dingen deutsche Produzenten für Belgien begeistern, weil wir besonders schöne Locations haben. Im Verbund der Großregion ganz viele Kulturen, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Architekturen. Und das ist an und für sich der Mehrwert, der im Location Guide auch sehr schön dargestellt wird. Belgien ist ein Filmland. Und Belgien hat eine ganz eigene Filmkultur in Abgrenzung zu Frankreich, zu Luxemburg und zu Deutschland, zur Bundesrepublik. Die Verbindung, die durch den Location Guide dargestellt wird, ist ganz besonders wichtig, um neue Produzenten, die Belgien bisher als Filmland nicht so gut kennen, zu sensibilisieren und für uns zu gewinnen. Und ich glaube, dass das mit dem Location Guide erreicht wurde und die Zukunft uns sicherlich deutlich mehr Koproduktion bescheren wird. Natürlich erhoffen wir uns Filmproduktionen. Wir hoffen uns, dass mehr gedreht wird im Saarland, mehr gedreht wird in der gesamten Großregion. Das ist unser Ziel. Und dafür brauchen wir dieses Bindeglied zwischen den Regionen hinsichtlich des Service, hinsichtlich der Produktionsteams und auch hinsichtlich der Filmmotive. Und bitte? Das Projekt besteht seit knapp 3,5 Jahren. Filme wie Der Tatort, Das schwarze Grab, Niemandsland und Die Schatzritter haben sich aus der Vielzahl an Motiven des Location Guide bedient. Nach mehreren Treffen, auch auf der Berlinale, haben wir uns eigentlich relativ früh entschieden, einen Teil im Saarland zu drehen. Gleich danach ging natürlich die Suche los nach Locations, geeigneten Locations im Saarland. Und da war es natürlich, waren wir sehr froh, dass es diesen Location Guide gibt. Er hat uns ermöglicht, auch ohne 500 Leute loszuschicken, die überall im Saarland mit Autos alles abfahren, einfach mal die Hauptmotive aus dem Saarland kennenzulernen.
Und am Ende sind wir eigentlich auf dem bekanntesten Motiv gelandet, was man auch gleich auf der ersten Seite vom Location Guide findet. Und zwar ist das die Saarschleife und eigentlich bei einem Haus, was man auch wirklich auf der ersten Seite der Homepage sieht. Da haben wir, was in der Saarschleife liegt, haben wir dann gedreht in dem Haus und an dem Haus gleich an der Saarschleife. Der Location Guide ist interessant für unsere Luxemburger Produzenten, Regisseure und die Location Scouts auch, weil es in der Großregion Locations gibt, die auch den Luxemburgern, und wir leben ja in einer Großregion, trotzdem nicht bekannt sind und die aber leichter zu erreichen sind, wie wenn im Bereich Co-Produktion, was hauptsächlich in Luxemburg gemacht wird, man weit ins Land Frankreich reingeht oder nach England geht oder viel weiter weggeht und wir einfach feststellen, dass es sehr vieles gibt in der Region, was eine Produktion einfach vom logistischen Standpunkt her leichter macht. So, jetzt bin ich mal auf www.location-guide.eu. Und dann komme ich auf die Startseite und kann jetzt über die Sprachweiche Deutsch, Englisch, Französisch erstmal die Sprache bestimmen. Klicke mich jetzt mal rein und lande direkt in der Suche. Da habe ich jetzt verschiedene Suchmöglichkeiten. Ich habe eine Volltextsuche. Da kann ich jetzt zum Beispiel eingeben Industrie. Und dann bekomme ich verschiedene Vorschläge. Und dann würde ich mich jetzt mal in die Völklinger Hütte, Weltkulturerbe, einklicken. Und dann sehe ich eine sehr umfangreiche Bildergalerie mit den verschiedensten Blickwinkeln in das Gelände rein. Auch Innenaufnahmen, zeigt dann die Vielfältigkeit. Und ich habe eine sehr, sehr große Motivbeschreibung, die mir Ansprechpartner nennt und die mir vor allen Dingen sehr viele Informationen liefert, was die Drehbedingungen vor Ort betrifft. Also zum Beispiel die Geräuschsituation, Störfaktoren, was wir für eine Wasserversorgung haben, was es für Räume gibt, um zum Beispiel Maske unterzubringen und so weiter. So, jetzt klicke ich noch mal kurz auf die Völklinger Hütte. Ich bin jetzt im Weltkulturerbe Völklinger Hütte. Das ist eine der imposantesten und spannendsten Drehorte im Saarland und treffe mich hier mit dem Herrn Kersten. Der wird mir hier die spannendsten und interessantesten Drehorte zeigen. Da ist er ja schon. Hallo, Herr Kersten. Na, dann gehen wir mal los, ne? Ja. Gut. Ja, das ist einer der Drehsets von den Wilden Kerlen. Das war eigentlich eine schicke Produktion über mehrere Monate, wenn mich nicht alles täuscht. Das fing auch so an, der Regisseur kommt, guckt sich das an und verliebt sich in die Location. Ja. Weil das hier oben halt eine Ecke ist, die auch von unseren Besuchern nicht so sehr frequentiert wird, weil die eigentlich gar keinen Zugang hier haben. Und hier kann man bauen. Man kann das Licht wegdrehen, man kann Studio-Kulissen einbauen. Und das war eben eine der Indoor-Szenen. Einige außenhalb hat man natürlich auch noch, weil das Weltkulturerbe hat halt viele unterschiedliche Sets anzubieten. Das ist mal modern, das ist mal so verrottet, wie man sich das vielleicht auch erwartet auf den ersten Blick. Und es kann aber auch ganz modern daherkommen. Also je nachdem, was man sucht, man findet das. Und ja, die Logistik ist ganz gut, denn man findet Strom, was für die Kameraleute nicht so ganz unwichtig ist, und Licht und dergleichen mehr, Wasser, also in erreichbarer Nähe, man kann sein Material hinschaffen. Und also das sind eigentlich Gründe, die ganz gut funktionieren und dass die Regisseure und die Entscheider normalerweise eben ganz angetan davon sind. Und das war hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt und der ließ sich eben gut realisieren. So, ich bin jetzt hier vor der Windmaschine von der Weltkulturerbe-Völklinger Hütte. Der Herr Kersten hat gerade mal die Windmaschine auf Full Power gestellt. Und wie man sieht, arbeitet die schon ziemlich kräftig. Hier fliegt gleich die Mütze weg. Man könnte hier natürlich prima ein Musikvideo oder sowas drehen, wo man eine Windmaschine braucht. Vielleicht dann nur nicht ganz so stark. Jetzt suche ich mal noch nach einem Bergwerk. Da haben wir als Location
das Besucherbergwerk Felsen. Bergwerk Felsen. Ich habe hier den Herrn Grevenich bei mir und der wird uns die spannendsten Orte hier zeigen und erklären. Ich bin mal gespannt. So, was ist denn beim Bergwerk Felsen bei Dreharbeiten zu beachten? Also zu beachten ist auf jeden Fall bei Filmaufnahmen, dass Sie Ihr Equipment mitbringen. Insbesondere die elektrische Leistung muss vorhanden sein. Unser Stromnetz ist ausgelegt auf 10.000 Volt, 5.000 Volt, 1.000 Volt. Die Dreharbeiten gehen bestimmt mit 220 Volt. Da müssen Sie halt eben gucken, dass Sie die nötigen Umformer dabei haben. Und ansonsten von der elektrotechnischen Seite gibt es da nichts zu beachten. Mhm. Und was sind die Vorteile hier, wenn man im Bergwerk Felsen drehen möchte? Hier im Erlebnisbergwerk haben Sie die Möglichkeit, die bergpolizeilichen Verordnungen etwas zu umgehen. Insbesondere natürlich mit Ihrer Kamera, die halt eben hier ist. Die muss normalerweise schlafwettergeschützt sein. Das brauchen Sie hier nicht. Und Sie können dort hautnah, können Sie das bergmännische Leben filmen. Und das Ganze mit echtem Grubenfeeling gepaart. Genau so ist es, mit echtem Grubenfeeling gepaart. Das Einzige, was Ihnen hier fehlt, ist natürlich der Staub und der Lärm gegebenenfalls, der Sie doch um einiges beeinträchtigen würde. So, jetzt sind wir hier im Stollen. Man sieht hier ganz toll, wie man einen Eindruck von einer Grube unter Tage hat. Im Hintergrund sehen wir eine Wand, die extra für den Tatort das Schwarze Grab präpariert wurde, um noch mehr dieses Grubenfeeling hier zu haben. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, weil man hier nicht wirklich unter Tage ist, sondern ebenerdig drehen kann. Und das ist sehr praktisch und trotzdem sehr authentisch. Katastrophe! Und all die Motive, die ich jetzt gesucht habe, habe ich mir in eine Motivablage gelegt. Mit dieser Ablage kann man sich interessante Locations zusammenstellen und kann sie aus der Ablage auch wieder aufrufen. Die werden dann in Form eines PDFs erstellt und die kann ich mir dann zum Beispiel, wenn ich jetzt meinen Ausflug plane oder eine ganze Liste abarbeiten möchte, kann ich mir die ausdrucken und dann auch mit Wegbeschreibung und mit einer Auswahl an Fotos dann abarbeiten. Und jetzt suchen wir uns noch ein romantisches, vielleicht auch sehr touristisch interessantes Motiv, und zwar den Linzlerhof in Überherrn. Ich bin jetzt auf dem Linzlerhof in Überherrn und treffe mich hier mit dem Direktor, dem Herrn Kirsch, und der wird mir hier ein bisschen was zeigen und erzählen. Und ich freue mich jetzt, dass wir uns ein bisschen hier die Location gemeinsam anschauen können. Was ist denn so das Besondere des Linzlerhofs jetzt mal bezogen auf die Räumlichkeiten? Nee, es sind einfach die Vielzahl an Möglichkeiten, die man hat. Es ist ein riesiges Gelände mit über 330 Hektar. Es sind 11 große Gebäude, die alle unterschiedlich sind. Die meisten haben historischen Ursprung. Und es ist einfach fantastisch oder sensationell, welche Möglichkeiten sich hier bieten an verschiedenen Motiven, an verschiedenen Bildern, an verschiedenen Teilbereichen, die wir hier auf dem Linzlerhof haben. Und ich denke, das ist relativ einmalig. Dann gehen wir jetzt mal los und schauen uns alles an, was draußen noch ist. Ich freue mich, dass Sie da sind. So, jetzt sind wir hier draußen angekommen. Der Herr Kirsch ist bei mir und zeigt mir jetzt ein paar spannende Locations draußen.
Herr Kirsch, was sind denn hier die vielfältigen Möglichkeiten und Örtlichkeiten, die man auf dem Linzler Hof finden kann? Also jetzt gerade sind wir in der Reitanlage oder im Herzen der Reitanlage. Wir haben natürlich verschiedenste Stallungen, vom Schweinestall über den Ziegenstall bis zu den Hühnern oder den Pferden. Was ein besonderes Highlight ist, ist unsere denkmalgeschützte Kapelle aus dem Jahr 1850. Ist auch sehr beliebt bei Hochzeitspaaren. Wir haben jedes Jahr um die 44 Trauungen und das ist sensationell und unglaublich idyllisch. Und die eigene Falknerei oder unseren Falkengarten, das ist noch so ein Highlight. Haben zwischen 20 und 30 Wild- und Jagdvögel hier beheimatet. Das ist auch so ein kleines Highlight am Linzler Hof. Okay, was schauen wir uns als nächstes an? Mein Vorschlag, wir gehen in den Kartoffelkeller. Das ist auch so ein ganz spezieller Raum. Prima, dann los. Super. Ich wundere mich jetzt gerade ein bisschen, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Das ist ja gar nicht so das Ambiente, was man erwartet, wenn man auf den Linzler Hof kommt. Also das hier ist der Kartoffelkeller und wir haben nicht nur romantische Hotelzimmer und die schön eingerichteten Räume, sondern wir haben wirklich viele rustikale, tolle Kellergewölbe oder hier wie eben diesen Kartoffelkeller. War jetzt hier aktuell für eine Halloween-Party ein bisschen gruselig hergerichtet. Und da kann man sich mit viel Fantasie, oder nicht mit viel Fantasie, aber man kann sich hier schon so die eine oder andere Leiche vorstellen oder auch gruseligere Szene. Und wir haben viele solcher Ecken und die meisten findet man eben im Location Guide. Das ist die perfekte Datenbank dafür. Neben der Filmmotivdatenbank wurde ein Netzwerk für filmproduktionsnahe Dienstleister, Schauspieler und Behörden aufgebaut. Der Production Guide, der ebenfalls dreisprachig ausgelegt ist, verfügt über umfangreiche Funktionen für Filmschaffende in der Großregion. Und jetzt suche ich mir noch jemanden, der mich bei meinem militärischen Projekt, wenn ich einen Film drehen möchte, beraten kann. Da suche ich mir jetzt jemanden, der militärische Beratung und Fahrzeuge zur Verfügung stellt. Und dann komme ich in meiner Suche zum Patrick Stoll nach Marpingen. So, ich bin jetzt hier im Kübelwagen mit dem Patrick Stoll, der ja auch im Production Guide in der Datenbank enthalten ist. Und wir sind jetzt gerade durchs Gelände gefahren und fahren jetzt Richtung Fabrikhallen, wo er auch seine Fahrzeuge und seine Ausstattung gelagert hat. Ich bin schon gespannt. Die Produktionsleitung hat ja immer das Problem, vor Ort bei den Dreharbeiten das geeignete Team zu finden, geeignete Location zu finden, das Equipment zu finden. Und da ich mich hier spezialisiert habe auf militärische und militärfahrzeugtechnische Beratung und den Verleih, ist das für mich auch eine gute Möglichkeit, mich und meine Dienstleistungen hier präsent zu machen. Ja, vom Frühstücksei bis zum Panzer, inklusive auch Bau der Set-Decoration, wie jetzt hier zum Beispiel die Schranke oder das Wachhäuschen, was Sie hier sehen im Hintergrund, Stacheldrahtsperren, spanische Reiter, Tschechen-Igel und so weiter, wurde alles von mir dazu gesteuert. Na gut, der Location Guide so jetzt in seinem Grundansatz ist natürlich erstmal eine gute Darstellung einer Location Auswahl. Wir hoffen uns, dass das Projekt weitergeführt wird in dem Sinne, dass man mehr Locations dazu bekommt, dass man mehr Dienstleistungsbereiche anspricht, die auch diese Filmbranche braucht und dass man innerhalb der Region also auch Partner gewinnen kann, die dieses Thema Film als eine Chance für so eine Region sehen, für eine Entwicklung, für eine Wertschöpfung etc.
Bien entendu, à chaque fois qu'il y a une coopération transfrontalière, à nouveau, on est heureux. Et là, c'est important parce qu'elle nous permet. Immer wenn eine überregionale Kooperation zustande kommt, sind wir glücklich. Gerade dann können wir zeigen, dass wir in der Großregion, welche ich kleines Europa nenne, wissen, wie man zusammenarbeiten kann. Wir zeigen, dass man die Wirtschaftsentwicklung fördern kann. Wir arbeiten zusammen, um die Attraktivität der Großregion zu zeigen und um den Filmstandort weiterzuentwickeln. Jeder Partner liefert das, was er hat, ob Landschaft, Bildungsgut oder Ausstattung. Das alles wird uns erlauben, weiterhin zusammenzuarbeiten. Dem Projekt, welches von der EU sehr gut unterstützt wurde, müssen wir jetzt neues Leben einhauchen. Das ist die Herausforderung, die uns bevorsteht. Une initiative bien soutenue par l'Union européenne dans le cadre de programme Interreg, à qui il faut donner maintenant une nouvelle vie et c'est le défi qu'on a devant nous. Der Location Guide und der Production Guide erleichtern den Informationsaustausch. Sie bieten den Filmschaffenden die Möglichkeit, potenzielle Drehorte zu sichten und den Filmdienstleistern eine Chance, sich und ihre Leistungen für Produktionen anzubieten. Das Projekt Location Guide Großregion verfolgt den Ansatz, den grenzüberschreitenden Filmstandort der Großregion zu fördern und zu verbessern. Natürlich ist der Location Guide auch auf den sozialen Netzwerken wie Facebook vertreten. Auf facebook.com/locationguide finden Sie weitere Informationen. Wir haben uns überlegt, wie wir gemeinsam den Medien und vor allem Filmstandort Saarland und Großregion voranbringen können. Und dabei sind wir auf den Gedanken gekommen, dass es doch eine ziemlich einmalige Geschichte wäre, wenn es uns gelänge, einen Location Guide, noch dazu mit einem Production Guide verbunden, für die gesamte Großregion auf die Beine zu stellen, der weltweit im Internet abrufbar ist, der für die ganze Region wirbt und der zugleich es denen, die die Region noch nicht kennen, leicht macht, sich mit Locations in der Region zu befassen, Informationen zu bekommen und dann durch die Beratung vor Ort, durch uns, die Filmcommissions der einzelnen Länder, die Partner sind, dann auch eine entsprechende Unterstützung zu erfahren. Und ich denke, bisher hat sich das hervorragend bewährt. Die Zusammenarbeit ist super und alle können davon profitieren.